Wie ein kleiner Tod, die Trennung von einem Narzissten. Ist eine laufende Beziehung mit einem narzisstischen Partner schon etwas ganz Besonderes, so ist das Ende und die Zeit nach der Beziehung extrem. Der Beziehungspartner des Narzissten geht nun durch eine der schwersten emotionalen Krisen seines Lebens. Wenn dir der Clip zusagt, dann würde ich mich über ein Like und über dein Abo freuen. Es fördert den Kanal und kann anderen Menschen helfen, die schlimmen Auswirkungen des Narzissmus zu erkennen. So wie die Lovebombing-Phase, so ist auch die Zeit der Trennung und das Verarbeiten danach mit keinem anderen Beziehungsaus zu vergleichen. Dabei spielt es keine Rolle, wer Schluss gemacht hat. Wenn es der Narzisst war, dann geht er meist ohne klärendes Abschlussgespräch und Begründung, einfach so. Und sollte er zu dem Warum etwas sagen, dann sind es nichts als Schuldzuweisungen. Beendet der Beziehungspartner diesen Partnership, dann kann es sein, dass er auf ewig und alle Zeit vom Narzissten verfolgt und gestalkt wird. Denn dieser Mensch kann nicht glauben, dass er als unfehlbare Person nicht gut genug für einen anderen sein soll. Und selbst wenn er eine Begründung für das Aus erhält, er wird niemals ein Schuldeingeständnis machen. Schon gar nicht wird er es einsehen, dass sein Partner den emotionalen Missbrauch durch ihn nicht länger aushält und tatsächlich gehen muss, um nicht komplett vor die Hunde zu gehen. Dann war es eben die Schuld des Partners, dass der Narzisst ihn so behandelt hat, wie er es tat, und der Partner nichts anderes verdiente, wie er glaubt. Narzissten gehen gerne den bequemsten Weg in puncto Trennung. Er möchte sich nicht groß erklären und im Außen will er sauber dastehen. Schon gar nicht möchte er sich nachsagen lassen, er hätte dich wegen einer anderen verlassen. Was liegt da näher, als seinen Partner die Trennung auszusprechen oder besser gesagt aussprechen zu lassen? Und dies tut er gerne über die Manipulation des Reverse Discard, also die umgekehrte Entsorgung. Ja, man muss es leider so nennen. Partner des Narzissten werden entsorgt und ausgetauscht. Nicht selten baut der Narzisst noch während der laufenden Beziehung dafür eine neue auf. Und wenn er sich deren dann sicher ist, dann sagt er Ciao oder er geht, ohne etwas zu sagen. Das gibt es auch. Er ist dann einfach mal weg. Er wird also versuchen, seinen Partner so lange zu quälen, bis dieser die Trennung ausspricht. Er wird dir vorhalten, du wärst untreu und du würdest nicht genug um ihn dich bemühen. Dabei bist du schon halb tot vor Bemühungen und vor Rettungsversuchen dieser kranken Partnerschaft. Wie auch immer, nun steht der Narzisst sauber da. Mehr noch, er kann jetzt erst recht die Schuld auf seinen Partner abschieben. Da Narzissten meist ständig wechselnde Partner haben, sind sie Experten in Sachen Trennung und im Fordern von anderen. An sich selbst wollen sie jedoch nicht arbeiten, schon gar nicht in Sachen Paartherapie. Ein Narzisst tut nichts auf lange Zeit. Er braucht den ständigen Kick und er benötigt beständig neue Zufuhrquellen, die ihn hofieren und seinen Selbstwert regulieren. Denn er alleine kann das nicht. Für ihn zählt eine langfristige Beziehung nichts. Selbst wenn Kinder da sind, bedeutet das nicht, dass der Versuch unternommen wird, die Beziehung fortzuführen. Wenn er gerade andere Bedürfnisse hat, welche auch immer, dann steht diese Bedürfnisbefriedigung für ihn immer an erster Stelle. Alles andere, auch die Beziehung, ist ihm dann zweit- oder drittrangig. Warum diese Menschen dann überhaupt heiraten oder Kinder haben? Zum einen für ihr Saubermann-Image, die weiße Weste, die Wirkung nach außen. Zum anderen sind Ehe und Kinder ein Haken, den sie an ihren Beziehungspartner anlegen, nach dem Motto gesichert und weitergesucht. Traurig und hart, aber wahr.
Er geht also, kommt aber auch gerne wieder, besonders dann, wenn es mit der Next doch nicht so gut lief. Er kalkuliert mit dem Trauma-Bonding, dem du erlegen bist. Er weiß, dass es in der Vergangenheit mit fast allen Ex so einfach ging. Ein Mini-Love-Bombing und sie waren ihm wieder hörig. Warum sollte das bei dir anders sein? Zumeist Frauen sagen dann, nur noch einmal, ich möchte nur eine Antwort. Oder ich will ihm noch eine Chance geben, er liebt mich ja doch. Oder ich habe es im Horoskop gelesen, wir sind Seelenpartner. Oder, naja, ich war sicher schuld, weil ich zu voreilig war. Richtig problematisch wird es dann, wenn eine Scheidung erfolgen soll und muss. Übrigens die einzig richtige Möglichkeit, um klar Schiff zu machen, denn sonst kommst du aus dem Gedankenchaos niemals raus. Hier machen es Narzissten ihren Ex besonders schwer. Sie werden dann von Rachegelüsten gepackt. Denn selbst wenn das 50. Off vom Narzissten ausging, er will seinen Besitz. Das bist du nach wie vor für ihn nicht so einfach hergeben. Er wird die Scheidung also so lange wie möglich hinauszögern und alles dafür tun, dass es Probleme gibt, koste es, was es wolle. Nur aus Frust und Zorn, dass du es wagst, endgültig von ihm gehen zu wollen. Auch wenn er schon bei der Next eingezogen ist. Wenn es nach den Wünschen des Narzissten geht, dann soll sein Partner wieder angekrochen kommen und sich am liebsten noch für die Fremdgeherei des Narzissten entschuldigen. Hier gilt es durchzuhalten und sich auf keinen Fall erweichen zu lassen. Über das Coaching kenne ich einen Fall, wo ein Narzisst eines Tages mit Blumen vor der Tür seiner noch Ehefrau stand und um die Rücknahme der Scheidung bat, während die Next im Auto des Narzissten saß und auf ihn wartete. Unglaublich. Selbst wenn es gelingt, diesen Menschen durch No Contact auf Distanz zu halten, es wird ein emotionaler Kampf. Leichter wird es, wenn das Opfer in dieser Beziehung erkannt hat, dass dieser Mensch einfach ständige Zufuhr in Form von neuen Frauen, Männern braucht und das Opfer in dieser Beziehung weiß, dass sich ein Narzisst niemals ändern wird. Dafür müsste er vor dem kompletten Zusammenbruch seines Lebens mit Hab und Gut stehen. Und wenn das geschehen sollte, würde er es nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung tun. Abgesehen von dem Nervenkrieg mit dem Narzissten hat der Beziehungspartner nun seine Wunden zu versorgen, physisch und psychischer Art. Der größte Fehler wäre es, jetzt diesen Partnershit einfach vergessen zu wollen und nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden, zu leben. Leider gilt das für die Wunden, die dir der Narzisst zugefügt hat, nicht so ganz. Du musst aktiv verarbeiten. Du musst regelrecht heilen. Menschen, die niemals zuvor in solch einer Beziehung waren, können das nicht verstehen. Daher helfen dir deren gut gemeinte Floskeln auch nicht. Von wegen, wird schon wieder Kopf hoch. Du musst für dich erkennen, dass der Narzisst immer wieder so handelt, wie er es nun einmal tut. Es wird nicht besser werden, auch wenn er es noch so oft verspricht. Und gerade bei einem Narzissten gilt, wie für alle anderen Menschen auch, messe ihn nicht an seinen Taten, an seinen Worten, sondern an seinen Taten. Und wenn du das tust, musst du eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Du liebst diesen Menschen nicht, der dich permanent erniedrigt und kaputt macht. Sage nicht, ich liebe ihn, sage, ich brauche ihn. Und danach fragst du dich, für was brauche ich ihn? Die Schmerzen, die du nach der Trennung vom Narzissten fühlst, sind daher auch kein Liebeskummer. Du hängst vielleicht das erste Mal in deinem Leben in einem Traumabonding fest. Dazu kommt der Chemiecocktail deines Körpers, Dopamin, Cortisol, Oxytocin.
Es fühlt sich fast wie ein kalter Entzug an, aber du musst da durch, wenn du nicht in der Endlosschleife des toxischen Narzisstenzyklus festhängen willst. Du musst bedenken, dem Narzissten macht das Spiel Spaß. Er verbringt sein ganzes Leben damit, immer wieder neue Zufuhrquellen aufzutun. Und sein Leben endet meist auch damit. Willst du dein Leben damit verbringen, für immer und ewig ihm nachzulaufen und in On-Offs zu altern? Dann wirst du nie einen echten Menschen finden, der mit dir eine respekt- und liebevolle Partnerschaft aufbauen möchte. Verbringe dein Leben bitte nicht mit einem Spieler, schon gar nicht mit einem, der verlangt, dass du dich an seine Regeln zu halten hast, während er tut, was er mag und sich eben nicht an seine eigenen Regeln hält. Und wenn du das tust, dann vergeudest du deine kostbare Lebenszeit mit Warten. Tu dir das nicht an. Wenn dir der Clip zusagt, dann würde ich mich über ein Like und über dein Abo freuen. Es fördert den Kanal und kann anderen Menschen helfen, die schlimmen Auswirkungen des Narzissmus zu erkennen.